Eigentlich wäre das doch blödsinnig. Was soll ich jetzt den großen Flug rausholen? Ich will ja Rasenmähen gehen oder Grasmähen gehen, während der Kleine... Ja, das mache ich mit dem Kleinen. Ich weiß, ich bin wieder so wahnsinnig geradlinig heute. Das ist bei mir aber normal. Nehme ich den Trecker? Ich kann ja den nehmen. Der kann den Großen nicht, oder? Soll ich da mal nachgucken? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier im Niemandsland. Vielen Dank dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuschaut, wenn ich hier versuche, mich hier weiter entlang zu kämpfen. Wir haben beim letzten Mal die Zuckerrübenernte ja beinahe vollständig fertig. Wir haben sie hier alles eingesammelt und müssen jetzt noch wegbringen. Also fangen wir erstmal damit an. Ich bin gar nicht, auf welchen bin ich denn? Ich bin auf dem Trecker, ne? Kann ich da unten sehen? Jo. So, eben rüber wechseln. Ist ja noch an. Jo. Bringen wir das erstmal weg. Ja, ich weiß, es ist ein Hügel. Das schaffst du. Jetzt habe ich da aber den Motor angelassen. Ach komm, ist egal jetzt. Ach ja. Ach so, da fällt mir ein. Ich habe gerade mal kurz eben zwischendurch in die Preise geguckt. Der Kuchen ist gerade gut im Preis. Der ist spitze im Preis. Wisst ihr was? Ich mache Folgendes. Ich mache den Motor aus hier. Ich gehe jetzt rüber. Schnell, komm. Hier auch aus. Und dann nehmen wir uns nämlich mal hier Ennen hier und verkaufen den Kuchen. Der ist super im Preis. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe gerade mal eben kurz reingeguckt. Wo ist der Kuchen? Kuchen, Kuchen hier. Ja, hier steht so maximal ist so 725. 10.725. Guck mal, das steht bei 10.813. Tendenz ist allerdings fallend. Und was mache ich dann immer? Die Zeit so langsam wie möglich. Los. Kuchen verticken. Der kommt nochmal, der geht dann wieder ein bisschen runter und kommt vermutlich so zum Jahreswechsel nochmal. So, jetzt gehe ich mal eben raus hier. Ich muss ja mit dem Palettenlager so arbeiten, dass ich hier reingehe und dann anmelde. So, hallo? Ist hier jemand? Ja, da ist ja der Geselle. Komm, nimm dir mal den Hubwagen und bring mal den Kuchen raus hier, der da steht. Wie viel haben wir denn da noch? Lass doch mal gucken. Ah, da. Kuchen. Ja, das sind 2800 Liter. Ja, pack die mal raus. Wie viel? Ja, wie viel kriegst du denn zusammen? 7 Paletten werden dann insgesamt. Ja, pack die mal raus. Alles klar. Gut. Boah, jetzt sind 28.000, 29.000 Taler. Wenn der Preis jetzt nicht blitzartig in den Boden stürzt. Der hatte ja schon einen roten Pfeil nach unten, ne? Deswegen habe ich das jetzt auch vorgezogen. Hättest du auch ein bisschen schöner hinstellen können, würde ich mal sagen, oder? Ja, oder nicht? So. Los Verticus. Haha. Da kommen wir jetzt ja dann an die 450.000. So langsam nähern wir uns denen. Aber wenn ich jetzt sage, ich verkaufe Silage, dann kommt der Peter und haut mir einen auf die Birne. Ich habe doch gesagt, im Winter. Ja, ich weiß, im Winter. Ist noch nicht wirklich Winter, ist doch Oktober. Anfang Oktober. Ja, 2800. Dürfte so circa, ja, so 29.000, 30.000 sollte das werden, ne? Juhu! Mal so einen Blick riskieren. Ich kann ja hier über die Hecke gucken, wenn ich Außensicht mache. Ob da schon wieder was steht, dann nehmen wir den natürlich noch mit. Ich glaube aber nicht. So schnell geht das nicht. Haben wir ja gerade jetzt weggeholt, ja, oder? Nee, da ist nichts. Gut. Hallo Bakersfield. Guck dir die Bescheuerte an. Jetzt holt die den Kuchen von hier weg, fährt den bis hinten auf ihren Hof, um den kurz darauf dann wieder hier vorbeizukarren. Junge, 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 so blöd muss man erstmal sein. Habe ich ja nicht gehört. Und das war dein Glück. Ach. Aber so bin ich, ne? Aber wenn ich hier das sehe, ich muss ja noch Gras mähen. Machen wir dann nochmal eine nächste Folge, eine Grasmäh-Folge oder so. Mal gucken. Schauen wir mal. Vor allen Dingen, wenn ich ja viel Silage verticken will.
ich möchte jetzt wirklich mal langsam mehr ans Geld verdienen kommen, damit wir auch die anderen Wünsche, von denen ich letztes Mal gesprochen habe, auch noch verwirklichen können. Will das? Ist ja mein edelstes Produkt bisher, ne, der Kuchen. Da ist auch einiges für nötig. So, der Hubel rollt. Bäm! Ratatazong! 455.000 Taler. Fehlen keine 150.000 mehr für einen Mähdrescher. Na, siehst du, 30.000. Ja. Das ist doch schon ganz toll. Kann ich jetzt auch die Zeit wieder normal stellen, ne? So. Ach ja, keine Folge ohne Streckenfahrerei. Ich habe ja beim letzten Mal gefragt, ob jemand Ideen hat, ne, für neue Produktionsstraßen oder einen guten Mod kennt. Ich muss aber so lange warten, weil ich so ein bisschen vorproduziere. Ich habe den 1.11. zu fassen hier. Das ist ja bei einigen noch der Feiertag. Wir hatten ja gestern am 31. Feiertag hier in Schleswig-Holstein. Und dann auch erst seit 2018. Vorher hatten wir den ja auch nicht. Die hatten uns ja alle Feiertage gestrichen. Wir hatten ja gar keine mehr. Haben sie uns einen zurückgegeben. 2018 war das, ja. 500 Jahre Martin Luther, da kriegten wir den dann. Den Reformationstag. Ja, und dann muss ich eben jetzt eine Weile warten, bis ihr die Folge gesehen habt und dann eventuell. Aber das macht nichts. Da bin ich geduldig. Ist ja ganz was Neues. So. Parken wir den weg und dann machen wir erstmal mit unserer Rüben weiter. Das heißt also, wir fahren gleich erstmal die Strecke hier mit den Rüben. Ja, und die anderen, den kleinen Rest, da, den packe ich einfach mal ins Silo. Dann haben wir so einen kleinen Grundstock von Rüben da drin. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Apropos schlecht, das Gute ist ja hier im Landwirtschaftssimulator, Produkte im Silo sind ewig haltbar. Da ist Schockfrost und ein Waisenknabe gegen. Jo. Apropos Schockfrost, der erinnert mich schon ewig her, da hatte, wer war denn das? War das meine Schwester? Oder bei uns in der Familie hatten die mal kurzzeitig auch mal was gekauft bei Bofrost. War das Bofrost oder Eismann? Ich will jetzt keine Werbung machen. Ist wirklich, ist Jahrzehnte her und da gab es unter anderem Champignons. Ne? Natürlich alles tiefgekühlt. Teuer wie Sau. Also das ist ja echt richtig teuer, aber die Champignons sind die einzigen Champignons, die so richtig nach Waldboden geschmeckt haben. Die waren unfassbar lecker. Und da hat man mir gesagt, das liegt daran, weil die schockgefrostet werden. Die kommen irgendwo rein, wo da irgendwer, weiß ich, minus 80 Grad so BÄM, dass das alles erhalten bleibt. Damit soll das wohl zu tun gehabt haben. Also das war von der Qualität, da habe ich wirklich gesagt, Mensch, die sind zwar teuer, aber das ist es echt wert. Ja, so bin ich damals zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Bofrost- oder eben Eismann-Geschichten von der Qualität, obwohl es ja Tiefkühlware ist, durchaus gut sind, aber das ist einfach zu teuer. Auch wenn sie mir das nach Hause liefern, also, nee, das ist zu teuer. Na, wenn man gut im Geld steht, pff, warum nicht, ne? Guck mal, die Scheibe, die wird dreckig, ne? So ganz oben am Rand. Wenn der Trecker dreckig wird, ist irgendwann auch die Scheibe so dreckig. Was mich jetzt interessieren würde, ob das so ist, wie zum Beispiel beim Omsi oder beim Eurotruck. Wenn jetzt ich irgendwann die Scheibe dreckig habe, macht dann Scheibenwischer an. Kann ich die dann sauber putzen oder kriege ich die nur wieder sauber, indem ich den Trecker so richtig putze? That is the question. So, jetzt fahre ich mal ein bisschen knapper die Kurve, damit ich da ein bisschen besser rumkomme. Ja, so ist das besser. Guck. Ja. Der müsste noch richtig stehen, ne? Ich habe jetzt hier das gar nicht an, aber das ist schon richtig. Jo. Kipp ab! Jetzt sind da wieder erstmal tüchtig Rüben drin. Da können wir erstmal noch eine Menge Zucker produzieren lassen. So.
und kipp ab. Ich gehe mal da rein, guten Tag sagen. Nebenan, da kriegt man immer ein Stück Schokolade. Was kriegt man hier? Ein Würfel Zucker. Ich bin doch kein Pferd. Zucker, über 100.000 Liter jetzt. Ja, ja. 110. 677 Liter. Die erste Palette ist auch schon bald wieder voll. Na, siehste. Hätte ich auch so gucken können. Hätte ich gar nicht bis dahin laufen brauchen. So. Oh. Ach, jetzt haben wir die Ernte komplett drin. Da ist jetzt nichts mehr zu holen. Ich habe so Bock, auch hier weiterzubauen. Ich finde, das ist mir wirklich, wirklich gut gelungen hier in Bakersfield. Ach Mensch, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Ihr habt ja noch nicht mal die 200. Folge gesehen. Ach du liebe Güte. Aber bei täglichen Folgen, ganz ehrlich, da muss ich ein bisschen vorarbeiten, zumal mir ich habe eine Warnung gekriegt heute von der Becky, die hat gesagt, Logitech hätte ein ganz bescheuertes Update gemacht. Wenn mein Lenkrad nicht funktioniert, ich sollte keine Panik kriegen, das wäre nicht kaputt. Das wäre an dem Update. Es ist kein Update gekommen, sondern vor Etage schon für Logitech. Aber, wie ihr seht, Lenkrad funktioniert noch. Aber mein Rechner sagt, da sind Updates gekommen, du musst den Rechner neu starten. Da habe ich gedacht, boah, wer weiß, ob das damit zusammenhängt. Also mache ich jetzt erst noch ein paar Folgen und mache das dann. Dann habe ich, falls irgendwas schief läuft, mehr Zeit, das wieder in Gang zu kriegen. Bei Landwirtschaftssimulator ohne Lenkrad, sondern mit Tastatur gesteuert, wäre für mich wahrscheinlich ein fürchterlicher Graus. Und ihr würdet euch kaputt lachen. So, wo parke ich die Karre hin? Mitten auf dem Hof, ne? Ja, da steht das erstmal gut. Also diesen Zug mit den beiden Anhängern werde ich nicht in die Halle fahren. Der wird immer draußen stehen. Es sei denn, ich habe irgendwann mal so eine Durchfahrhalle. Ist mir auch schon empfohlen worden in den Kommentaren. So, könnte ich ja mal machen, ne? Irgendwann. Hat aber noch ein bisschen Zeit. So, ne? Das steht doch hier ganz gut so. Guck, lasse ich hier so stehen. So. Jetzt können wir den auch anheben hier. Kann man den eigentlich auch irgendwie einklappen? Naja. Gucken wir uns das doch mal an hier. Einklappen. Was? Kann ich, solange das Gerät gefüllt... Ich will ja auch vorne einklappen eigentlich. Guck mal, der steht doch auch vorne. Ja gut, dann fahren wir den erstmal. Aber den können wir runterpacken, solange. Das wäre ja doof, hier mit so einem Zeigefinger rumzufahren. Wer weiß, was ich dann alles rumreißt damit. Wie viel sind da noch drin? Guck mal, 2750 Liter. Ja, die packe ich mir ins Silo. Einfach nur so, damit wir ein paar haben. Ich hoffe, das geht so. Ich muss da nicht extra über Umwege machen. Ah ja, 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 geht. Diese. So. Was ist denn, wenn ich jetzt sage einklappen? Was klappt der denn da eigentlich großartig ein? Den klappt da runter. Das war's? Das alles? Nun denn. Machen wir das so. Ich rufe mal eben bei der Werkstatt an, da bei der Fahrzeughalle, Verkauf und Vermietung. Die sollen sich hier ihre komischen Maschinen abholen. Ich will die nicht mehr, weil die sind zu dreckig. Ja. Oh Gott, da muss ich aber einen langen Arm haben, den Telefonhörer weit weghalten anschließend. Ach. Ja, mache ich jetzt mal, ne? Ich habe doch hier, wo ist gemietet? Gemietet sind die, ne? Ja. Zurückgeben, jap. Zurückgeben, jap. Siehst du? Fertig. Geht da wunderbar. Was ist Gras mähen? Eigentlich müsste ich das, ne? Eigentlich müsste ich Gras mähen. Aber, was ich jetzt erstmal mache, ne? So.
Sollen wir Feierabend machen? Ich guck mal im Kalender, dann machen wir Feierabend. Und dann müssen wir flügen. Jetzt haben wir die ganzen Trecker alle drei hier rumstehen. Ich guck mal eben im Kalender. Wie sieht's aus? Ernten, da haben wir nichts mehr. Wir haben alles geerntet. Wir könnten noch Weizen und Gerste raussäen. Wollen wir aber nicht. Zum Aussäen ist sonst nichts. Wir wollen wahrscheinlich noch mal wieder ein bisschen Hafer anbauen. Die Zuckerrüben gehen auch erst im März. Baumwolle wird schon im Februar gehen, aber da ist jetzt erstmal vorläufig nichts mehr hier. Ja, Gras mähen, pflügen, ja. Gut, dann mache ich Feierabend. Das können wir ja nämlich auch morgen machen, wenn wir mal wieder ein bisschen weiterkommen, ne? So. Ach Gott, erinnert mich mal dran. Das machen wir morgen hier. Stroh einstreuen. Streu einstrohen. Feierabend. 12.12 Uhr. Ja, das ist so die richtige Zeit zum Feierabend machen. Zack. Schloffer. Na, Wolfi? Meldest du dich? Oh ne, der ist ja eingeschnappt. 461.000 auf Uhr. Ach, guck mal, das Licht wird immer bei 8 Uhr. Im tiefsten Winter ist es noch dunkel um 8, glaube ich, ne? Jo. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen ja sowieso da pflügen. Fangen wir damit schon mal an. Wollen wir den großen Flug... Eigentlich wäre das doch blödsinnig. Was soll ich jetzt den großen Flug rausholen? Ich will ja Rasenmähen gehen oder Grasmähen gehen, während der Kleine... Ja, das mache ich mit dem Kleinen. Ich weiß, ich bin wieder so wahnsinnig geradlinig heute. Das ist bei mir aber normal. Nehme ich den Trecker? Ich kann ja den nehmen. Der kann den großen nicht, oder? Soll ich da mal nachgucken? Ich glaube nicht. Ah, das würde mich wundern. Aber ich will ja dann wenigstens mal nachgeguckt haben. Sonst heißt das, ne, Hetze. Welchen habe ich denn da überhaupt? Lass doch mal gucken. Das kann ich auch anders gucken. Ich habe doch hier die Flüge. Wo sind denn die Flüge? Bei flüge.de. Wo denn sonst? ich habe keine. Doch, da. Der Querneland ist da. Der Ecomat. 162... KW 220 PS. Aber wir haben nur, nicht verkaufen, um Gottes Willen, wir haben 190. Das reicht nicht ganz. Schade aber auch. Naja. Jetzt bin ich in den falschen eingestiegen. War ich nicht nah genug dran. So. Schmeiß ab. Mach an. Gewicht ist dran, dann nehmen wir den kleinen. Ja, ja, fehlen nur ein paar PS, hätte man den großen nehmen können. Vielleicht wird das gehen. Also ich könnte ihn jetzt wahrscheinlich dran machen und könnte das mal versuchen. Das wird vielleicht gehen, aber der wird sich da doch ziemlich schwer tun. Naja. Ist egal. So. Ja, ich habe es gesehen. Sie hat geschaltet. Fangen wir hinten bei der Auerstelle an, da wo die Felsen so dicht rankommen, dann ist das nämlich ganz schnell auch mal so ein bisschen eng. Deswegen muss ich da so ein bisschen Vorgewende machen. Nur da oben. Boah, das dauert immer, ne? Gruselig. Gar gruselig. So. Boah. Wenn wir jetzt hier so auf jeden Fall alles mitkriegen. So. Ach ja. Steine. Da denke ich nie dran. Dann fange ich an zu flügen, dann sehe ich die Steine und denke, ach nee. Und dann sagen die Steine, das. Und? Ab.
Wir machen das so lange, bis du das endlich gepeilt hast und die Scheiße ausstellst. Ja gut, aber ich sag mir, okay, Steine sammeln, wenn ich das nicht machen würde, dann müsste ich dafür grubbern, ne? Weil das macht er ja gleich mit, also von daher ist das eigentlich auch nicht so dramatisch. So. Ja. Na, deswegen wäre das mit dem Breiten besser gewesen. Weil... dann hätte ich hier natürlich nicht so oft hin und her fahren brauchen für mein Vorgewände. Ich meine, der kleine Trecker, das kriegt der hin. Ja. Der Helfer, das hier umzuwenden. Oh, das wird knapp. Ja, geht aber. Ja, das passt schon. Fahre ich noch einmal hin und zurück und dann reicht das. Ja, so ist das. Morgens kurz nach 8 ist die Bäuerin schon am Pflügen. Nein, ich will nicht rückwärts fahren, aber ich muss. Ja. Der macht selten Schwierigkeiten. Habe ich aber auch mal gehabt, dass der nicht so schalten wollte, ne? Aber das klappt hier besser als bei dem anderen. So. Guck mal, der hat auch schon 10 Betriebsstunden auf der Uhr. Ja. So schnell geht das. So, dann einmal noch zurück und dann ist gut. Dann soll der Helfer das machen. Ehrenrunde. Boah. Eigentlich würde ich jetzt sagen, ach komm, Bakersfield ein bisschen weiter verschönern, aber ich bin geizig. Ich habe so viel vor zu kaufen. War auch letztens, wann habe ich geguckt, die Andrina, die hat jetzt, also von heute aus, von mir aus gesehen, war das gestern am 31. so einen Sonderstream gemacht. Da habe ich auch mal kurz reingeguckt. Landwirtschaftssimulator mit noch mehreren Leuten, die da mitgemacht haben. Und da ist das kurz Thema geworden hier, meine Let's Play Staffel hier. Dass ich ja so allerhand habe, was ich kaufen will, wofür ich spare. Und dann wird und wird und wird. Und es zieht sich und zieht sich. Ja, ich meine. Ist irgendwie mal angesprochen worden da auch. Ja. Ja, die macht ja auf Twitch, Andrina Games heißt die, ne? Könnt ihr mal gucken auf Twitch. Die macht auch mittwochs immer abends so ein Landwirtschaftsstream. Recht heitere Sache. Ist ganz ulkig. Kann man ja ruhig ab und zu mal erwähnen. Vielleicht, wenn das jemand nicht weiß, ist ein guter Tipp. Wirklich. So, jetzt hier. Lass ich doch mal direkt... Oh Gott, der macht aber einen kleinen Streifen. Kann der Helfer das so weiterführen? Naja. Ich begleite den aber noch bis zum Wenden, ne? Ja. Wieso ist jetzt schneller? Ich habe nur die Anzeige ausgemacht. Ne? Hat er sonst gar nichts gemacht? So, mal gucken, was er jetzt macht, ob er das auch richtig macht. Das sieht doch ganz gut aus. Naja, gut. Dann lasse ich dich mal murksen hier. Und was mache ich? Gras mähen, ne? Ja, so ein bisschen muss das sein, ne? Ja, komm, dann mach mal so ein bisschen weiter. Wo hatte ich das eigentlich hingestellt? Ich sehe meine Mägedöntel nicht. Ach doch, jetzt weiß ich wieder. Hatte ich da vorne geparkt. Ja, ja, das kommt davon. Wird immer nachlässiger. Ja, ich brauche wirklich Durchverhallen, weil dieses... Reingefriemel der Klamotten in die Halle, das nervt mich so ein bisschen. Das ist immer so, vor allem wenn die da ganz hinten rein sollen und dann so, ja, so schwierig zu rangieren sind. So. Juhu.
Endlich wieder Rasen mähen. Zack. Ja, ein bisschen muss ich noch holen. Ich habe vor, demnächst, wenn der Preis ein bisschen gut ist, viel davon zu verkaufen. Und da muss ich ja dann sagen, wäre das auch ganz gut, wenn ich so einen LKW hätte, ne? Wo dann eben, oder noch größeren Sammelwagen, ja, meine ich, noch größeren Sammelwagen, großen Trecker. Aber ich glaube, so viel mehr ist da auch nicht zu machen, oder? Oder eben ein LKW mit einem großen Auflieger, wo richtig viel rauf geht. Aber guck mal, hier gehen, glaube ich, 35.000. Ich glaube auch bei 45.000, 50.000 eh Schluss, oder? Weiß ich gar nicht genau. Wo hatte ich eigentlich aufgehört beim letzten Mal? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo ist da bestimmt noch wieder so ein Rest zu sehen. Guck mal, ich war zum Schluss hier auf der Seite geblieben und hatte hier dieses Feld abgegrast, im wahrsten Sinne des Wortes. Guck mal, ob wir ein Ende finden irgendwo. Ist sonst blöd, wenn ich da so einen Haken reinbach. Fahren wir mal im Kreis. Ah, da sehe ich schon. Siehste. Ja, dann. Hurra! Weiter! Irgendwie noch gar nicht richtig hell, ne? Aber immerhin sind wir Mitte Oktober angekommen. Ach ja. Im Subsistence habe ich ja gestern oder vorgestern habe ich auch ein paar Folgen gemacht. Da bin ich jetzt im Januar angekommen. Oh, da ist der Winter auch so lang und so hart. Ey, das ist ganz schön übel. Da muss ich sehr vorsichtig sein. Das geht so ein bisschen dann auch so zu Lasten, ja, der unterhaltenden Action. Warum fahre ich eigentlich hier so einen Riesenbogen? Ist das noch nötig? Eigentlich nicht, ne? Weil ich natürlich sehr vorsichtig sein muss. Wenn ich ein paar Mal sterbe, kann ich mir dann neuere Leben nicht mehr leisten. Das ist im brutalen Modus, im Hardcore-Modus ja so. Und das könnte die Staffel dann ja gefährden. Und ich habe da so Spaß dran. Ich möchte das noch lange weitermachen. Also da müsste schon irgendwas passieren. Oder dass ich irgendwann, was ja sowieso wahrscheinlich irgendwann sowieso soweit sein wird, dass ich das nicht mehr packen kann da. Weil ich ja dann irgendwann stirbt man ja dann doch mal. Naja, also ich spreche jetzt von dem anderen Spiel, von Subsistence. Und dann doch nochmal und doch nochmal. Und dann wird das irgendwann so teuer, dass es dann irgendwann mal schief gehen muss, quasi. Naja, also so. Oder aber wenn ich sehe, dass das nicht mehr so auf Interesse stößt, ne? Wenn ich jetzt also sehe, dass da eben immer weniger Leute sich das angucken, dann würde ich die natürlich auch irgendwann auf Eis legen. Erstmal. Oder vielleicht später mal eine neue wieder anfangen. Klar. Dass ich die Lust da wirklich dran verliere, kann ich mir nicht so leicht vorstellen. Aber das passiert auch immer wieder mal. Bei allen Spielen. Das ist aber dann immer nur so eine vorübergehende Sache. Ganz unterschiedlich. Je nachdem auch, wie intensiv ich das betrieben habe. Kann das nicht sein, dass das eine Pause ist von nur ein paar Wochen, das kann aber ein paar Monate und in Einzelfällen auch sogar mal Jahre sein. Ist aber ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal denke, Elite Dangerous, da hätte ich so Bock drauf, ne? Wenn die Becky das hier gucken würde, das macht die nicht, die guckt meine Landwirtschaftssimulator-Folgen nicht, die sagt immer, oh, mach da mal wieder und so, das war auch toll, aber das war auch so kompliziert und das widerstrebt mir da, mich da so wieder reinzudenken. Aber mal ganz blöd in die Runde gefragt, ne? Kennt das jemand? Hätte da jemand Bock drauf, da zu gucken? Elite Dangerous? Da hat sich auch so viel getan. Das ist unheimlich kompliziert. Das ist ja so ein Weltraumspiel, ne? Aber da ist tatsächlich die ganze Galaxis, soweit eben mit dem jetzigen Kenntnisstand möglich, komplett maßstäblich abgebildet. Auch die Entfernungen. Das ist schon irre. Hat mich da nur so gestört hat, da gibt es so KI-Banditen, von denen man regelmäßig mal überfallen wird. Und das fand ich immer ziemlich blöd. Und vor allen Dingen, oder konnten auch schon mal andere Spieler sein, oder das ist dann schon mal ein bisschen doof. Ne? Oder dieses Red Dead Online. Fand ich auch eigentlich ganz toll.
Aber da hat man das Problem, dass da manchmal andere Spieler sind, die allen möglichen Scheiß mit einem veranstalten wollten. Das ist immer so, das sind dann gerne mal so Rowdies, die so einen Scheiß veranstalten da. Und das hat mich ein bisschen gestört. Ansonsten von der Grafik und der Leistung des Spiels super. Aber eben, das war auch so, ja, jetzt nicht für einen PC ausgelegt, sondern eher für Konsolen. Und dementsprechend gestaltet sich das dann sehr kompliziert mit der Einrichtung, mit der Verwaltung und auch mit der Steuerung. Ich habe da lange für gebraucht, bis ich da mal einigermaßen klar kam. Und damit meine ich jetzt nicht die Spielsteuerung an sich, sondern erstmal dazu installieren und diese ganzen, ja, die ganzen Eigenheiten und überall, wo man eben Dinge einstellen und nachlesen kann und so. Auf irgendwelchen komischen, ominösen Webseiten, das war alles ganz schwierig. Und jetzt habe ich das so lange nicht mehr gespielt, ich müsste mich da wieder ganz neu reinfuchsen und das hält mich davon ab. Dann ist wieder so ein ähnliches Thema wie auch, wenn irgendein Treiber nicht funktioniert, boah, dann habe ich die Kappe auf und keine Lust mehr. So, was haben wir jetzt hier? 51%, naja. Ich würde sowieso sagen, ich mache da zwischen den Folgen nochmal ein bisschen weiter hier. Ja. So, jetzt kann ich hier aber innen fahren, ich muss jetzt nicht außen um die Bäume rumfahren. Hier ist jetzt genug Platz inzwischen. Aber ich mache jetzt aber erstmal Pause. Ich habe jetzt 3 Folgen aufgenommen hier. Und ich werde jetzt erstmal eine Pause machen. Hab Hunger, irgendwas zu essen machen und so. Aber vorher werde ich hier noch schneiden und gedöns. Ah ja. Da komme ich jetzt schlecht tiefer rein in den Garten. Ne, da kann ich jetzt. Oh, da muss ich mal irgendwie extra machen. Ich will ja schließlich keinen Halm stehen lassen hier, ne? So. Ach, guck, Wolfi ist da. Wolfi! Joa. Guck, haben wir schon bald voll. Ich mach mal noch ein bisschen weiter hier zwischen den Folgen. Ah, die mache ich jetzt noch fertig und dann später noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und ich weiß noch nicht, irgendwann demnächst hole ich euch dann zur nächsten Folge dazu und dann machen wir weiter. Jo. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und sagt dann mal bis zum nächsten Mal, bis morgen, bis dann. Bye, bye. Tschüssi. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have. But a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can